Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen begrüße ich Sie. Ich möchte sprechen über die Verletzung des Lippenbändchens. Zunächst schauen Sie sich dieses Bild an. Bei diesem Kind sieht man das Lippenbändchen sehr deutlich. Es ist bei diesem Kind auch sehr dick. Und Sie sehen auch, dass die Schneidezähne auseinandergedrängt werden durch dieses dicke Lippenbändchen. Das ist zunächst gar kein Problem, aber später manchmal eben doch. Das werde ich nachher Ihnen noch erläutern. Wenn das Kind auf das Gesicht fällt, dann kommt es öfters zu einer Verletzung dieses Lippenbändchens, wenn die Lippe so nach oben gerissen wird. Und das sieht dann einen Tag später so aus. Auf diesem Bild sieht man also dieses Lippenbändchen nur noch stumpfförmig. Wenn also eine solche Verletzung passiert, kommt es zu einer recht starken Blutung aus dem Mund. Die Eltern erschrecken meistens und rufen mich an, um zu fragen, ob man irgendetwas machen muss. Die Antwort ist einfach nein. Diese Lippenbändchenruptur, so nennt man diese Verletzung im Medizinerlatein, ist Gott sei Dank eine völlig harmlose Verletzung. Sie blutet einige Minuten recht stark, weil da sind kleine Arterien drin, die gut durchblutet sind. Aber diese Blutung hört im Normalfall bei einem gesunden Kind von alleine auf. Sie könnten versuchen, mit Kälte das zu beschleunigen, wenn das Kind es zulässt, dass Sie da manipulieren. Aber in der Regel ist das tatsächlich nicht notwendig. Bitte fahren Sie nicht in eine chirurgische Ambulanz, um das eventuell versorgen zu lassen. Sie werden nämlich dort genau mit der gleichen Information versorgt, dass es nicht zu nähen ist, sondern dass man das so lässt. Das ist eigentlich schon alles. Jetzt habe ich Ihnen vorher versprochen, Ihnen zu erklären, warum das mit dem Lippenbändchen, mit diesem Einriss des Lippenbändchens manchmal von Vorteil ist. Sie haben das erste Bild gesehen mit diesem Kleinkind, welches noch Milchzähne hat, die allerdings auch schon recht weit auseinanderstehen. Das ist uninteressant. Zunächst, der Zahnarzt würde in einem solchen Fall, wenn Sie ihn fragen, sagen, wir warten, bis die bleibenden Zähne da sind. Aber tatsächlich gibt es den Fall, dass das Lippenbändchen auch die bleibenden Zähne, die ja etwa zum Schuleintritt kommen, dass auch diese bleibenden Zähne mit Abstand zueinander stehen bleiben. Und dann müsste der Zahnarzt das Lippenbändchen mit dem Skalpell durchtrennen, ähnlich wie es bei diesem Sturz im Kleinkindalter eben passiert. Also, wenn man ganz ehrlich ist, dann ist diese Verletzung eher vorteilhaft als nachteilhaft. So sollten Sie sehen. Die Borreliose. Werden Sie sagen, Borreliose? Habe ich doch schon irgendwie mal gehört. Borreliose ist eine Krankheit, die durch Borrelien ausgelöst wird. Borrelien sind Bakterien, die in der Zecke hauptsächlich vorkommen und da rührt auch das Problem für uns Menschen her. Sie erkennen ein Kleinkindgesicht und lauter schwarze Punkte, 4 Stück. Das waren einmal 4 schöne Schneidezähne. Verstopfung oder, wie man in unserem Medizinerlatein sagt, Obstipation. Dieses Thema ist ein wichtiges Thema. Es kommt in der Sprechstunde häufig vor und ich erlebe die Hilflosigkeit, aber auch die Unwissenheit vieler Eltern. Dieses Thema wird unterschätzt.